herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe Le Tour de France mit und von Salona 7 Games. Wir sind jetzt hier in unserer 16. Etappe und es ist eine Etappe, die hügelig beginnt, am Ende aber doch wahrscheinlich zu einem Massensprint kommen lässt. So, da haben wir es. Am Anfang ist es noch recht hügelig, ein paar kleinere Berge, danach gibt es aber die Sprintwertung und am Ende halt den Massensprint, den es wahrscheinlich geben wird. Die Etappe danach ist natürlich dann eine ganz andere Ausnummer von den Bergwertungen her. Und ja, auch da war ich jetzt gerade immer überlegen, ob wir hier vielleicht Konrad rausschicken, damit er die Punkte einholt. Aber ich glaube, wir schonen ihn diesmal richtig. Und hier schicken wir ihn nochmal raus, damit er da auf jeden Fall den HC-Berg, der höchsten Kategorie, auf jeden Fall sich dort die Punkte holt. Und dann könnten wir auch wahrscheinlich wird er sogar schaffen, dann da noch mitzufahren bei den nächsten zwei. Und dann könnte er auf jeden Fall genügend Punkte holen, um das Bergtrikot zu sichern. Das könnte dann auf jeden Fall klappen. Hier ist unser Augenmerk ganz klar auf Peter Sagan. Wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit vorspulen. Wird also eine relativ kurze Etappe werden. Letztendlich holen wir uns einfach, ich glaube, wir sind aber auch so fast uneinholbar mit Peter Sagan. Wenn nicht sogar schon uneinholbar. Von daher, das wird dann unser letztes Ziel nochmal sein, hier nochmal zu gewinnen mit Peter Sagan, nachdem wir die letzte Etappe schon so erfolgreich bestritten hatten. Oh, der ist aber auch nicht gut in Form. Naja, dann wird es mit dem Sieg natürlich ein bisschen schwerer, aber ein paar Punkte sind auf jeden Fall drin. Vielleicht überlegen wir uns, vielleicht schicken wir Bennett mal vielleicht auf den Sieg, gönnen wir mal dem Bennett einen Sieg. Der auch nicht der überragende Sprinter ist, aber auch schon gut anziehen kann, sage ich mal. Also jedenfalls kann er auf jeden Fall mithalten mit den anderen. König ist auch nicht so gut drauf, aber den brauchen wir jetzt sowieso nicht. Konrad kann seine Energie aufladen. Buchmann ist fit, Maika ist auch fit und die anderen zwei sind leider nicht mehr dabei. Und wir starten jetzt einfach ganz locker mal rein mit Peter Sagan. Und ja, können uns jetzt hier die Bodermacht anschauen. Das Grüne, das Weiße und das Bergtrikot gehört Bodar Hansgrohe. Nur das gelbe Trikot ist bei Richie Port. Der wird die wahrscheinlich auch bis zum Ende tragen. Also das wird noch ganz schwer. Vielleicht übers Zeitfahren kommt da noch jemand dran, aber ansonsten wird das für die anderen noch ganz, ganz schwer. Wir reden nicht mehr viel, beziehungsweise wir zeigen hier nicht mehr viel, sondern spulen direkt mal vor. Ein bisschen. Macht ja wenig Sinn hier. Genau, nicht kooperieren, alles gut. Dann können wir hier mal bis dahin mal schauen, was für eine Ausreißergruppe sich da bildet. Ja, halten wir mal kurz an. Schauen wir uns mal an, was das hier für eine Ausreißergruppe ist. Spilak, Maurice, Lutsenko, Hardy, Costa. Hier haben wir Hesink, 32 Minuten Rückstand. Und hier haben wir Genis, Hiven, Vachon, Ulissi und Kangard. Auch alle weit weg, in der gelben jedenfalls. Grüne Trikot kann auch keiner gefährlich werden. Bergtrikot, 14 Punkte, da ist auch keine Gefahr. Also können wir die einfach in Ruhe fahren lassen. Wir spulen noch ein Stückchen vor. Schauen uns mal, wie es sich so verändert. 3 Minuten Rückstand. Ist human. So, die 5 Punkte werden jetzt hier von Maurice geholt, aber das ist kein Problem für uns. Wir können hier getrost eigentlich bis hierhin vorspulen. Da diese Etappe wirklich eine Ausrolletappe ist, wo es wirklich nur am Ende spannend sein wird für uns, können wir hier ruhig mal ein bisschen die Zeit laufen lassen. Es geht wieder um 2 Punkte. Diesmal holt sich Hesing die 2 Punkte. Sind 11 Leute momentan an der Spitze mit über 7 Minuten Vorsprung.
kann natürlich sein, dass die nochmal schaffen, durchzubrechen bis zum Ende. The next difficulty is also classified as third category. The first two to the top score two and one point towards the polka dot jersey. Ich bin momentan am Überlegen. Das Einzige, was wir vielleicht noch versuchen könnten, kurz vor Schluss gibt es ja noch mal eine Windkante. Dann dieser Windkante mit Buchmann rauszubrechen, vielleicht Buchmann in der Gesamtwertung noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die man sich wirklich überlegen könnte. Maika machen wir nicht, das gehen wir nicht. Der muss fit sein für die nächste Etappe, wo es wirklich in die Berge geht. Aber Buchmann hat 5 Minuten Vorsprung. Ja, 5 Minuten Vorsprung. Ah, hier geht es um 5. Um 4 Punkte. Sprinten wir um 4 Punkte mit. Naja, Buchmann. Nee, komm, lassen wir es. Buchmann hat auf jeden Fall 5 Minuten Vorsprung beim weißen Trikot. Das heißt, er wird nicht so platt sein, dass er dann nicht mehr mitfahren kann. Und daher spulen wir mal bis fast zur Windkante. Und vielleicht finden wir ja da eine schöne Situation, wo man rausspringen könnte. Also das Tempo ist schon sehr hoch, wie man sieht. Dann halten wir das auch mal kurz an hier. Weil die Leute hier auch schon mächtig an Energie verlieren. Das ist ja erstaunlich. Es fallen auch einige schon raus. Also, dass hier wirklich mit so einem Tempo gefahren wird, ist jetzt schon nicht ohne. Wir wechseln auf jeden Fall einmal den Fahrer. Nein, ich wollte nicht auf Maika. Gehen wir auf Buchmann. Und spulen jetzt mal ein bisschen vor, bis kurz vor die Windkante. Watch out. You're not going to be able to keep up this pace for very long. You risk a blow up. Wir nehmen jetzt mal hier ein bisschen das blaue Zeug. Bei den anderen aus. Ich sage noch ein blaues Gel, Mike hat auch noch ein blaues Gel. Okay. Wir haben noch ein bisschen, glaube ich, bis zur Windkante. Ja. Ach ne, wir sind schon drinnen. Ah, okay. Also hier gibt es gleich einen leichten Anstieg. Vielleicht können wir den nutzen. Ach, für den Kerl. So, wen können wir denn dafür abstellen? Wir können denn hier, ja, Bennett hat aber. Ach, ich wollte nicht wechseln. Nur bei Buchenheim. Ja, Sagan. Sagan ist topfit. Aber der wird uns wieder wegfahren. Sagan ist einfach wieder zu stark. Es wäre schön, wenn wir hier mal ein bisschen rauskommen würden.
Watch out! You're not going to be able to attack for much longer! Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Hm. Wollte er ganze Zeit nicht essen? Ich glaub's ja nicht. Die haben wir jetzt rausgenommen. Probieren wir jetzt mal hier, um rauszubrechen. Vielleicht doch mal ein bisschen Zeit gut zu machen. Schaffen wir erfolgreich. So. Aber ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Ja, wir sind nur 10 Sekunden rausgekommen. Energie ist schon vorweg. Ja, das wird nichts. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Müssen wir uns jetzt hier wieder hart dranhängen. So, wie sieht es mit den anderen aus? Ich hoffe nur nicht, dass jetzt Buchmann zu sehr abreißen lässt. Das ist natürlich nicht so perfekt. Ich glaube, wir wechseln zu Sagan. Mit Sagan haben wir noch die größte Chance auf den Sieg. Bennett ist, glaube ich, auch gleich weg. Okay, I'll consume a feed. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. 10 kilometers from the finish. The breakaway has retained enough of a lead over the peloton for them to fight to have victory amongst themselves. Können das probieren, nochmal mit Sagan rauszubrechen, weil der ist eigentlich noch recht fit. Das könnte man noch probieren. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das Feld dann so erhöht, dass wir dann gar nicht mehr mitkommen. Ja, wir müssen jetzt auch mal hier ein bisschen nach vorne kommen, ne? Hier, also, das ist ja schon von Vorteil. Also. Schauen wir mal, wie nah wir noch dran kommen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nicht aufgeben, Peter. 5 kilometers for the lead riders. The stage winner is surely amongst them. Eine Minute noch, 4 Kilometer. Oh, das wird eng, das wird eng. Können wir uns hier noch kurz anhängen? Ah, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. 2,5 Kilometer. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Ach, schade. Schade, schade, schade. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher rausgehen müssen. Ha, bisschen vertan von der Zeit her. So, mit wem können wir jetzt mal rausbrechen? Können wir überhaupt noch mit irgendeinem? Maika sieht noch gut aus. Den können wir vielleicht nochmal. Ja, die sind ja schon alle da. Das macht ja wenig Sinn. Ja. Ja, das war leider nicht so erfolgreich. Ja, Bennett, du wirst es aber schaffen.
glaube ich, mit allen anzukommen. Schade. Haben die Ausreißer es doch geschafft bis zum Ende. Also das war dann doch ein bisschen erstaunlich. Kam es nicht zum Massensprint. Ja, die Ausreißer haben sich hier den Sieg geholt. Wer war es denn überhaupt am Ende? Ja, wir haben das Grüne, wir haben das Berg, wir haben das Weiße, das wissen wir schon. Aber wer hat die Etappe gewonnen? Lutsenko hat gewonnen für das Team Astana. Und zweiter auch jemand von Astana Kangard. Wir haben wahrscheinlich zusammen da alles rausgeholt. Kesing wurde nur Dritter. Ach, wir wurden sogar noch Sechster. Haben auf jeden Fall einige Punkte noch geholt. Ansonsten hier 1,18 Dumoulin. Auch bei 1, ja, wir sind auch bei 1,18. Das ist alles gleich geblieben, sehr gut. Okay, und dann schauen wir mal die Gesamtwertung an. Da immer noch Richie Porte 45 Sekunden vor Dumoulin und Christopher Froome 1,25. Jetzt wird es natürlich spannend, die nächsten zwei Etappen, die werden natürlich absolut entscheidend sein, wie sich das hier dann noch entwickeln wird. Konrad noch 10 Punkte Vorsprung, da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Etappe in der Ausreißergruppe sein. Sagan ist safe eigentlich, das Trikot. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Buchmann sollte, wenn er nicht, nur einen Einbruch. Zum Glück hat er ja jetzt auch nochmal geschafft, mit dem Peloton reinzukommen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass er die 5 Minuten noch retten wird. Und dann können wir wirklich am Ende mit 3 Trikots die Tour de France beenden. Das wäre natürlich überragend. Dann schauen wir uns noch die Fitness an. Ja, Bennett ist nicht mehr so fit, Bartha auch nicht, König ist okay, Buchmann ist okay, Maika sehr gut, ja, Sagan ist auch, ja, Sagan ist, das ist eine Maschine, das ist eine Maschine. Ansonsten ist alles soweit gut. Das war's mit der 16. Etappe, eine schnelle, ja, eine schnelle Etappe, sagen wir es mal so, mit viel Geschwindigkeit auch am Ende, wurde richtig gepusht und ja, in der nächsten Etappe geht es dann wieder in die Berge und dann wird es wieder richtig spannend. Bis dann.